Die Post geht ab, hier zumindest mal in Deutschland. Man sieht es, ich bin wieder in Frankfurt. Hinter mir, na, ein Wahrzeichen von Frankfurt, das mich natürlich outet, als wieder in Deutschland. Und der gelbe Posteimer, hätte ich fast schon gesagt, der gelbe Briefkasten, der natürlich auch. Die Post geht aber tatsächlich ab. Der DAX heute tapfer schon unterwegs nach oben und hat dementsprechend das, was wir bisher in Korrektur gesehen haben zuletzt, ganz schnell und locker wieder weggesteckt. Also es sieht tatsächlich so aus, als ob das Gröbste erstmal rum ist und der Markt einfach die Dynamik nach oben noch nutzen will. Das ist allerdings nicht ganz so unvoreingenommen zu bewerten, denn tatsächlich besteht durchaus die Gefahr, dass das alles noch nur ein Zwischenintermezzo ist und nochmal ein deutlicher Rücksetzer kommt. Ich hatte dazu am Wochenende auch hier auf finanzmarktwelt.de ein Video gepostet, das diesen übergeordneten Eindruck nochmal charttechnisch wiedergibt und dementsprechend auch die Statistik dazu nochmal mit berücksichtigt. Wer mag, kann sich das Video ja gerne auch nochmal angucken. Ansonsten allerdings heute jetzt feiertagsbedingt. Wir haben Memorial Day in Amerika und wir haben einen Bankenfeiertag in UK. Also ist sicherlich nicht so arg viel los. Denn wir dürfen damit rechnen, dass wenn die großen Nationen da wegfallen, dann werden viele Instis sagen, dann machen wir hier auch heimisch nicht so arg viel. Das heißt, das Volumen und die Aussagekraft, die hinter einer Bewegung steckt, ist ein bisschen eingeschränkt. Trotz alledem, die Chancen, die scheinen jetzt im Moment nach oben immer noch vorläufig zumindest mal die besseren zu sein. Wir werden mal schauen, wohin uns das Ganze führt. Beim Euro gegen US-Dollar für all diejenigen, die auch kürzerfristig mal gerne drauf gucken, ist vielleicht ein interessantes Szenario, gerade, dass wir im kurzfristigen Chart relativ dynamisch nach unten gegangen sind. Vielleicht kann man sogar was Fünfwelliges da hinein interpretieren. Wer mag, guckt sich das Ganze mal unter dem Gesichtspunkt der Korrektur an. Wenn wir jetzt nämlich eine wackelige ABC, also entweder wackelig oder ABC, eben Bewegung nach oben bekommen, in die klassischen Fibonacci-Maße, ich habe so oft erzählt, ich werde nicht müde, es nochmal zu tun, aber in diese typischen 50, 61, 8 oder allgemein gesprochen 38 bis 78 ungefähr, ich mache das jetzt mal ganz grob körnig, dann wäre es eigentlich perfekt, um sich nochmal nach unten für die Shortseite triggern zu lassen, also vielleicht der Währungsmarkt heute dann nochmal spannend. Ansonsten nachrichtenseitig relativ wenig, das ist nicht untypisch an einem Feiertag und an einem Montag, wenn beides zusammenkommt, wird es noch besser. Der IFO-Index, das Geschäftsklima besser als erwartet rausgekommen, immerhin. Allerdings erwartungsgemäß das GDP, also sprich das Bruttoinlandsprodukt mit minus 2,2, so wie man davon ausgegangen war, also kein Impuls von der Seite. Vielleicht hat der IFO dazu beigetragen, dass der DAX heute es ein bisschen leichter hat, aber werden wir sehen, wohin das Ganze führt. Die Woche hat gerade erst angefangen. Mit den Amerikanern geht es morgen erst dann richtig wieder los und dementsprechend heute ein bisschen vorsichtig. Aber auf kleiner Ebene kann man ja ruhig schon mal gucken und das eine oder andere mitnehmen. In diesem Sinne, alles Gute und alles Gute für die Handelsentscheidung natürlich insbesondere. In diesem Sinne, alles Gute.